Hallo, heute möchte ich euch zeigen, wie man einen Auspuff wechselt. Dazu müssen wir den Auspuff abnehmen. Deshalb lösen wir erstmal alle Schrauben von der Auspuffhalterung. Ein kleiner Tipp von mir, lasst aber erstmal eine Schraube an der Auspuffhalterung dran, damit euch der Auspuff nicht abfällt. Jetzt müsst ihr auch die Muttern unten am Auspuff lösen, an dem der Auspuff am Zylinder befestigt ist. Nachdem ihr die beiden Muttern gelöst habt, an denen der Auspuff am Zylinder befestigt ist, könnt ihr auch die letzte Schraube von der Auspuffhalterung lösen und den Auspuff abnehmen. Jetzt könnt ihr den Auspuff wieder ranschrauben. Beim Montieren eines Auspuffes am besten immer eine neue Krümmerdichtung benutzen. Zuerst die Krümmerdichtung rauflegen, leicht verkanten, damit die hängen bleibt. Und den Auspuff fixieren. Schraubt am besten die Muttern und die Schrauben der Auspuffhalterung erstmal lose ran, damit sich da nichts verkantet. Nachdem ihr alle Schrauben und Muttern leicht festgezogen habt und alles sitzt, schraubt zuerst die Muttern am Zylinder fest, damit der Auspuff da erstmal dicht ist. Nachdem die beiden Muttern richtig festgezogen sind, könnt ihr auch dann die Schrauben an der Auspuffhalterung auch richtig festziehen. Prüft am Ende nochmal, ob alles richtig festgezogen ist. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.